hasse solche Sachen. Das hat mich schon in Reis ins All gehasst wie die Pest, ehrlich gesagt. Oh Mann. So. Ist du dich nochmal eben, du komisches Ding. So. Wie soll ich da durchkommen? Ja, Mann! Wie unfair! Was, wie soll man das denn schaffen? Oh, wie unfair! Ich hätte erst mal gerne wissen, wie das alles aussieht da. Boah! Also da ist das Geschenk. Oh, wie ja! Wie schnell muss man denn da sein? Ist klar, Mann! Ey, ne? Also wenn ich das jetzt nach ein paar Versuchen nicht schaffe, wie soll man das timen ohne das dieses, man kann ja nicht, ich glaube man kann nicht springen, oder? Man kann nicht springen. Man dürfte nicht springen können oder sowas. Nee, ich denke nicht, dass man springen kann. Und das war es richtig. Ja, ich. Das war das Fail. Das war das richtiger Fail. Ah. Mir ist übrigens mal aufgefallen, dass bei irgendeinem Level, ich glaube, das Vollest oder sowas, ist da die Sprachausgabe da von dem, von der Stimme ein bisschen kacke ist, ehrlich gesagt, weil da halt das Mikro von dem anscheinend der umgesponnen hat. Oh, ja! Ja, danke! Und jetzt, oh, jetzt muss ich auch noch zurück. Nest you fucking air. Ist klar, Mann. Ist klar. Wie soll ich das denn schaffen? Oh nein! Nein! Scheiße! Wie schwer! Oh! Boah! Guck nicht, dass er wie schwer das ist! Boah! Alter! Alter, ey! Also wenn man erstmal von der Ebene hier runter ist, dann ist es ja ganz ein bisschen einfacher, aber... Ach, das war jetzt... Da bin ich zu greedy gewesen. Oh Mann, ey! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das Level hier ist schon fies, ey. Und er und Markus meinte ja, es wird dann noch schwieriger. Boah! Alter! Guckt euch das an, ey! Wie fies das einfach nur ist. So. Ah, das war's Mist. Nein! Scheiße! Ach, das... Oh, das... Da muss man so ein Timing haben, ey. Das ist ja nicht mehr mitzumachen, ey. Boah. Oh, das war jetzt... das war jetzt eine eigene Schuld. Puh. Boah, Alter, wie schwer. Wie schwer das Spiel auf einmal wird, ey. Jetzt mit den Bonus-Sachen. Ich bin gespannt, wie das Bonus-Level wird, ehrlich gesagt. Weil das ist eine Sabo-Anspielung und, ja. So. Nee, das ist Mist. Nein! Schon wieder! Ach, das... Na, Leute, ich mach das Ding weg, das ist ja unfair. Das ist ja übelst, das ist ja... Das ich krieg ihn mit meinem Timing, das könnt ihr vergessen. Bis gleich. Aus irgendwelchen ominösen Gründen, Gründen war ja schon wieder der, oh, ich habe ein falsches Spiel geöffnet, ups. So, ich hatte gerade das falsche Spiel aufmachen. Ich habe die Spiele nochmal auf meine externe gepackt, weil ich ja eigentlich den PC wechseln wollte, was bisher aber noch nicht passiert ist. Und ja, ein paar Magic Dungeon habe ich jetzt einfach mal dieses Ding als hin und her schwebt, entfernt, weil ich krieg das sonst nicht hin. Ich krieg das sonst absolut nicht hin, das könnte vergessen. Und ich will jetzt nicht über irgendjemand anderen überlassen, weil ich finde das ein bisschen ziemlich unfair. Weil das, warte mal, habe ich den nicht entfernt? Oder habe ich den falschen entfernt? Na egal, ich probiere es nochmal. Was soll's. Irgendwie muss es ja schaffbar sein. Wenn man das ganz ordentlich timen könnte, wäre das ja nicht so schlimm.
Ach halt! Ich bin doch blöder als ein Teleporter! Warum sagt mir das denn keiner? Ja, weil das ganze Schicken ist umsonst. Oh, ich Idiot! Ich hätte mich gerne jetzt dafür umbringen dafür sowas. Ich bin einfach nur blöd. So, du mein Freund, du musst erstmal weg. Du nervst mich eben schon wieder, du scheiß Igel. Aus Secret of Mana. Und woher diesen Club Secret of Mana sind die her. Bin ich heiß täuscht. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Das war jetzt wieder schlechtes Management der Ressourcen. Egal. Schlecht. Krieg ich den jetzt da weg. Na komm her. Geh noch ein bisschen hoch, danke. So, Gegner ausgetrickst. Sehr gut. Das ist hier sehr schlecht, was es gerade abläuft. So, okay. Dann hier. Und das dürfen nächste Lesson sein, genau. Puh, oh, Alter. Man kämpft nicht hin, dass da ein Teleporter war. Ich glaube, das wäre rückwärts, wäre das, glaube ich, sogar unmöglich gewesen, da irgendwie durchzukommen. Weil das Ding einfach dafür viel zu schnell ist. So, Bliffer-Side, mal sehen, wo da der... das Ding ist. Also ich weiß, dass man in die Höhlen hier rein kann. Hat ja Markus gezeigt. Und daher... So, irgendwo konnte man hier rein. Jetzt fragt sich man nur... Wo? Ja! Pff, Kacke! Das war knapp. So. Oder war das noch nicht das Level, wo man rein konnte? Ach doch, hier. Okay, ja, da kann man rein. So. Und hier dann... So, hier ist der Teleporter und... Ah, schau an. Okay. Na, dann hat sich das erledigt. Dann war das doch einfacher, als ich dachte. Gut. Wäre natürlich das Kacke gewesen, wenn der Gegner da rumgelaufen wäre, weil ich habe nicht auf dem... auf ein Map gesehen von... Dingsy von... halt von... Magical Dungeon, dass das ein zusammenhängendes Gebiet ist. Also... von... Ups, was? Ach, hier kann man auch... Ne. Also das ist ein zusammenhängendes Gebiet und keine andere Map, von daher... Ja, ist eventuell... Ach, scheiße! Da war der Timer aus. War es blöd. Ah, Ecken Dummheit. Ich nicht auf den Timer geachtet habe. So. Also vielleicht mal Geschenk holen gehen. Ich es nicht vergesse. So. Und... Geschenk. Danke. Und dann weg da. Ach ja, ist klar, Spiel. Oh ja, das ist... Ach scheiße. Hab ich vergessen, auf beschäftigt zu stellen, ich Idiot. Mal eben. Ja, es passiert, wenn man vergisst, sich in Skype und was auch immer beschäftigt zu stellen. Dann gibt's einfach mal ein Bling und dann, ja. Ist man der gefickt. Der, geh weg, du Scheißstachel. Boah, Alter. Ja, so. Also das mit dem Gegner da, ne, der sich da einfach mal so hingehen kann und dann... Ja, genau, das meinte ich. Das ist auch, das finde ich ja übelst unfair, ne? Dass man da wenigstens mal ein bisschen Unbesiegbarkeit und sowas bekommen kann für ein paar Sekunden, für ein, zwei Sekunden. Dass man sich da ganz schnell wieder verpissen kann, aber das ist ja echt ein bisschen sehr unfair. Das ist wieder schlechtes Level-Design, beziehungsweise Game-Design. In dem Fall. Das ist echt ein bisschen... sehr fragwürdig, meiner Meinung nach, aber na gut. So. Aber ganz knuffig, wie der Pinguin da angelt. Das ist jetzt wieder schlecht. Haben wir da rechts allein gesammelt? Außer den einen da auf der Brücke. Ach ja, zermeide, okay. Nein, da gehe ich jetzt nicht lang. Ja, ja. Hat das die... Stachelfallen immer noch. Knapp. Sehr knapp. Okay, hier rumlaufen und das sind die letzten beiden. Yeah! Alter. Also das Geschenk war jetzt wieder einfacher. Zum Glück. Ich habe nicht gesehen vorhin, dass da ein Teleporter war. So blöd wie ich bin. Naja. Also vielleicht spiele ich das Spiel doch noch durch. Mal gucken. Das sind ja nur noch zwei Level. Frosty Clays. Wo haben wir denn hier das Geschenk? Kann man in die Häuser rein?
Sieht nett aus. Da. Okay. Warte mal. Ach, hier. Nee. Kann man... Nee, hä? Ist da irgendwas? Ach, du scheiß Pinguin. Gott verdammt. So. Kommt man da hin? Kommt man da hin? Kann man hier unten irgendwie... Nee. Das ist weniger gut jetzt hier. Komm, verpiss dich mal, du. Der Pinguin, Schiech, Dingsi da. Kommt man denn da hin? Kann man da irgendwie von... Kommt man da irgendwie von links hin, oder? Eventuell. Wannabe. Ach du Mistvieh. Wie kommt man da hin? Hier bin ich, okay. Ich muss gucken, kurz gucken, wo ich bin. Muss man doch irgendwie zwischen den Baum hindurchkommen oder was? Das war eigene Dummheit. Ich habe jetzt irgendwie nicht reagiert, warum auch immer. Shit. Komm ich da oben rechts hin, was soll denn das? Hier sollte man doch eigentlich zwischen den Bäumen hindurchkommen oder ist hier irgendwo ein Scheiter oder irgend sowas. Ah, bleib doch mal stehen, noch dieses scheiß Event-Gehabe von Apple Game Maker, ne? Das ist richtig Mist. Man, hier kommt man auch nicht lang. Super. Ich weiß nicht, ob es Markus hier erwähnt hat, aber... nee, das kann ich auch nicht benutzen, diese Feuer. Und wie... Das ist jetzt irgendwie Mist. Wieso komme ich denn da nicht weiter? Hier ist auch nichts. Bin ich einfach nur blöd und finde den Weg nicht oder was? Oder muss ich doch in so ein Haus rein? Ach, ich gucke mal kurz auf die Map. Es ist nicht lustig, die ganze Zeit irgendwie blöd rumzusuchen. Bis gleich. Ich habe das Gefühl, dass das ein Bug ist, weil da ist eigentlich auch ein... Da ist eigentlich ganz eindeutig ein Durchgang. Also hier rechts oben. Da, wo der Baum ist. Und da soll man normal so wahrscheinlich auch einfach durchkommen, aber irgendwie komme ich da nicht durch. Ich weiß nicht wieso. Ihr guckt euch das an. Und der ist eigentlich auch richtig eingestellt. Und ihr scheiß Bindung immer auf die Nerven. Mann. Und so, bevor ich jetzt mich da wieder rumquäle. So, mal gucken. Ich komme hier raus, okay. Aber wie wäre ich denn da hingekommen? Keine Ahnung. Ist mir auch gerade egal. Ich habe das Gefühl, dass das ein Bug ist. Dass man da eigentlich durchkommen sollte bei dem Baum, weil... Ja, hier, man kommt ja mit einem anderen Baum auch durch. Entweder den Baum scheiße platziert und hat es nicht gemerkt. Oder man soll irgendwie anders durchkommen. Ich bin einfach nur so blöd, den Durchgang zu finden. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil das ist mich irgendwie der logischste Weg, dahin zu kommen. Naja, egal. Kann ich jetzt auch nichts mit dran ändern. Hat mich halt mal kurz durchgeklippet. Ist mir auch egal. Verklagt mich doch und... Ja, ich bin doof. Also nochmal. Super. Geht mir nicht auf den Keks, Mann, ey. So. So, jetzt aber hier langsam mal vorwärts kommen. Ich lasse heute noch durchspielen, das Spiel, wenn es geht. Irgendwie. Eventuell vielleicht. Naja, doch schon, aber... Ich würde es gerne heute noch durchhaben, wenn es geht. Weil irgendwie sind die Pinguine nicht so aus, als wären es Gegner. Also, die sind viel zu knuffig aus dafür, meiner Meinung nach. Aber ne, gut. Wenn man ruhig andere Gegner nehmen können, die nicht so knuffig aussehen. Da denkt man, die wollen eigentlich so nein. Ich frage mich sowieso, warum die alle aggro sind auf einen. Haben die schlechten Tag gehabt oder was?